Ja, heute ist Sonntag, der 17. Juni 2018. Vor knapp einer Woche hatten wir auf der Anfahrt nach Lappland, bereits in Lappland zwischen Gällivare und Kiruna, in einer endlos Schotterpiste mit Monsterbaustelle, einen Platten am Wohnwagen. Das hat letztendlich dazu geführt, dass es gar nicht so einfach war, einen neuen Ersatzreifen zu bekommen. Und als wir endlich eine Werkstatt hatten im dritten Versuch, die uns eine bestellt hat, bekamen wir von einem Kenner, der sich mit Reifen auskennt, wertvolle Tipps, wertvolle Hinweise, wie wohl am besten die Reifen an unserem Wohnwagen stärketechnisch auszusehen hätten. Ja, und das wiederum hat dazu geführt, dass dieser Mensch, der ja offensichtlich gute Geschäftsbeziehungen, ein gutes Netzwerk in ganz Europa hat, dass dieser Mensch veranlasst hat, ein YouTube-Follower von unserem YouTube-Kanal, dass wir drei starke, bessere, stabilere, robustere Reifen nach Kiruna geliefert bekommen und die müssten endlich am Montag da sein und dann geht's weiter. Aber so lange sind wir jetzt noch heute wieder mal im Abisko Nationalpark unterwegs und das finden wir absolut klasse. Heute gibt es endlich mal ein bisschen blauen Himmel über Lappland und das nutzen wir für eine weitere schöne Wanderung. Heute herrscht hier ein schöner Frühlingstag über Lappland, blauer Himmel, vereinzelte schöne Wolken, vielleicht 12 bis 14 Grad. Das ist für diese Gegend hier Frühling und es ist eine sehr schöne Wanderung und wir sind auf dem Weg zu einem Wasserfall. Thank you.
An der Mündung dreier Wildflüsse im Abisko Nationalpark. Es ist verdammt laut, aber paradiesisch schön. Jetzt nach einem Rastplatz, wo wir uns Spiegeleier backen können auf dem Trangia Sturmkocher, der bei mir im Rucksack ist. Ich hatte im Rucksack heute den Trangia Sturmkocher, unsere bewährte Schwedenküche, mit dabei. Das kann man hier für Tagesausflüge durchaus machen, da ist er nicht zu schwer. Brennt mit Spiritus und auf dem Teil lassen sich auch prima Spiegeleier braten. Ich muss jetzt hier meine Wanderschuhe ausziehen, weil ich Wasser in den Füßen habe. Ein geschwollen, da ist es immer gut, dass ich die Schuhe jetzt auskriege. Und hoffentlich später wieder an. Wir verwenden seit Jahrzehnten diesen Trangia Sturmkocher, weil er zwei Eigenschaften hat, die sehr wichtig sind. Nummer 1, er brennt bei Wind. Nummer 2, er ist kippstabil. Nummer 3, er ist genial ineinander verschachtelbar, klein verpackbar mit zwei Töpfen, einer Pfanne und einem Wasserkessel. Samira hat 5 frische, rohe Eier in einer gelben Box in ihrem Rucksack gehabt. Dazu unser Spezial-Vollkornbrot aus der Dose. Und das hat schon Tradition, Vollkornbrot mit gebackenem Ei. Thank you.
Schönem Öl und dem gesalzenen Brot müsste das ja eigentlich auch ohne Salz schmecken. Wir haben Salz vergessen für die Eier, aber in der Not isst der Mensch auch Eier ohne Brot, ich meine ohne Salz. Was gibt es Schöneres im Leben, als hier draußen im Wald zu sitzen, umgeben von Schneebergen, dem Duft wilder, großer, alter Kiefern, dem Rauschen der Wildflüsse unten im Tal und wunderbarem Sonnenschein. Also, mir fällt da nichts Geileres ein. Ach, das wird nicht schwierig. Du musst es mir nur gerade herreichen. Nein, ich habe mein Eigelb kaputt gemacht. Dann lass es noch mal ein bisschen drin. Nein. Ach, wenn das nicht mal geil ist. Absolut cool. Herrlich. Also, es war jetzt hier schon eine wunderschöne Pausenstelle und wir haben gerade Lappland mit den Alpen verglichen. Von den Temperaturzonen, von den Klimazonen, vom Bewuchs sind Ähnlichkeiten festzustellen. Allerdings ist hier in Lappland die Baumgrenze liegt bei 500 Meter, in den Alpen liegt sie bei 2000. Und hier auf 500 Meter, ich schätze mal, wir sind jetzt hier gerade auf 600, 700 Meter. Und nein, Quatsch. Wir sind ja eigentlich noch innerhalb der Bäume. Also wir sind weit noch unter 500 Meter Höhe. Aber der Unterschied zu den Alpen, es ist hier extrem einsam. Thank you.